Herr Professor Götz, seit 1934 beschäftigen Sie sich mit dem Surrealismus. Nicht nur mit den Bildern des Surrealismus, sondern auch mit der Literatur. Ist dieser literarische Surrealismus heute nicht zu sehr vernachlässigt? Naja, der literarische Surrealismus ist ja historisch, das liegt ja nun weit zurück. Und was weit zurück liegt, wird ja eigentlich nur noch behandelt von Fachleuten, also von Leuten, die darüber schreiben und Handbücher machen und Gedichtsammlungen. Vernachlässigt ist es eigentlich von den Fachleuten nicht. Nur es geht nicht in die Breite, weil es eine Bewegung war, die in den 30er Jahren international wirkte. Und in Deutschland konnte sie nicht wirken, weil 1933 der Mann mit dem Schnurrbart dran kam. Der hat das verboten. Ne? Der hat das verboten. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Breton, da war auch meine vorige Frau noch bei, die Anneliese Hager. Da erzählte Breton, dass sie viel zu spät den Éluard und Perret, glaube ich, nach Deutschland geschickt haben. Nämlich 1931, 32 rum, um zu gucken, ob man hier nicht surrealistische Zellen bilden könnte, so wie eine schon in Prag gab und in Bukarest gab es auch eine. Und so dachten sie, dass sie vielleicht in Berlin eine surrealistische Zelle bilden können. Und die kamen zurück und erzählten von den Schlägertrupps, von den Nazis in Berlin und da war das schon gelaufen, also war zu spät. Dann habe ich dem Breton gesagt, ja, ihr hättet dann in 20er Jahren Leute rüber schicken müssen. Hätte dankbare Leute gefunden, die das aufgeschnappt hätten. Nicht? Das war zu spät, 1931, 32, Gottes Wille. Also ist die surrealistische Dichtung auch für die Literatur des 20. Jahrhunderts sehr wichtig? Sehr wichtig, ja, ja. Ja, ja. Die ist sehr wichtig. Die hat eine Auflockerung, eine stilistische Auflockerung geschaffen und vor allen Dingen hat das Fantastische reingebracht. Das Fantastische, was es ja in milder Form schon in der Romantik gab. Ne? Und das fantastisch Absurde, was der Dadaismus reingebracht hatte, war ja vorher, ne? 1916 bis was weiß ich, Anfang 20er Jahre. Und der Surrealismus hat dann ab 24 das kultiviert. Das Absurde, das Fantastische, eben das Surreale in die Dichtung reingebracht. Das war ganz neu. Gibt natürlich Vorläufer, die Ansätze geschaffen haben in der Dichtung, worauf dann der Surrealismus, die surrealistischen Dichter eingestiegen sind, wie Rimbaud oder Lautréamont, nur um die zwei zu nennen. Das sind die berühmten Vorläufer. Ja. Und vernachlässigt ist es. Nee, ist es heute genauso vernachlässigt wie der Jugendstil, weil das eine historische Sache ist. Ne? Das ist nicht historisch. Das sind, wie gesagt, Rimbaud Verlag hat vor ein paar Jahren diesen Sammelband rausgebracht, sehr bescheiden, wo die Deutschen die surrealistische Gedichte haben, manche nur eine Zeit lang veröffentlicht werden. Und das ist was für Germanisten, ne? für Spezialisten, die Breite. Literarisch interessierte Bevölkerung, für die ist der Surrealismus das so von Anonymous so irgend so was. Ne? Mhm. Das juckt die nicht. Das juckt die nicht. Sind surreale Gedichte unter lyrischen Aspekten zu sehen? Ja, sicher, das gehört alles zur Lyrik, im großen Pott der Lyrik mit rein. Sicher. Gibt es eigentlich herausragende surreale Dichter? Surrealistische Dichter? Ja, ja sicher, ich brauche ja nur ein paar Namen zu nennen, da will ich die anderen jetzt nicht abwürdigen, die mir gerade nicht einfallen, aber so, Breton selber, dann Éluard und Perret, Desnos, der ja im KZ gestorben ist, ne? Desnos und eine ganze Reihe anderer. Mein alter Kopf gibt mir die ganzen Namen, ich könnte sonst runterrasseln. Ne? Es gibt aber auch sehr viele Maler, die surreale Gedichte geschrieben haben. Ja, aber nur gelegentlich. So, ja, nur gelegentlich. So wie der Max Ernst oder der Arp. Der Arp hat ja viel gedichtet nebenher. Ich möchte sagen, eigentlich so
noch mehr als ich. Nun hat er ja, ist ja kein Maler, ist ja ein Plastiker, der Reliefs gemacht hat und Collagen, Zeichnungen, Holzschnitte, aber hauptsächlich Plastiken. Und der hat wunderbare Gedichte und die sind auch in mehreren Bänden erschienen. Ja, 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 wer noch von den Malern? Wie ist es mit Dali? Hat er auch geschrieben? Ja, der hat schon was geschrieben, aber habe ich im Moment nicht präsent. Und nur der Picabia, der hat mir persönlich noch ein Gedicht, das er geschrieben hat, geschenkt, handschriftlich. Und das habe ich in meinen Erinnerungen abgebildet, so Faximile. Ne? Der hat auch so gelegentlich mein Gedicht geschrieben, das stimmt, der Picabia. Dann gibt es ja auch in der Cobra-Gruppe gibt es einige Maler, die Gedichte gemacht haben. Lückebert hat Gedichte gemacht. Lückebert? Ja. Ja, ja. Ja, der Asger Jorn auch. Und wenn auch. Ja. Das haben die auch so nebenbei gemacht. Ne? Mhm. Mhm. Wie passt eigentlich die surrealen Gedichte? Ja, überhaupt? Ja, Kurt Schwitters hat mit Surrealismus nichts zu tun. Sondern seine Art Dadaismus nennt sich ja Märzkunst. Um sich von Dada abzuheben, nannte er seine Kunst, die ja gleichzeitig mit Dadaismus, das heißt ein paar Jahre später. Guck mal, Schwitters hat angefangen 1919 ne, zu experimentieren, zu zeichnen, Collagen zu machen. Und Dada war ja schon in der Schweiz während des Krieges, während des Ersten Weltkriegs, 1916 schon, Cabaret Voltaire. Ne? Das spielt keine Rolle, lieber da. Und dann die paar Jahre. Und dann war ja in Berlin Club Dada mit Raoul Hausmann, George Goss, Hanna Hösch. Hülsenbeck. Und Hülsenbeck, ne? Und da versuchte, es wird berichtet, wie der Schwitters dann mal in Berlin Kontakt mit der Gruppe suchte. Die haben ja wohl einen Austausch von Heften gehabt, aber er wollte persönlich dann in Berlin mal auftauchen. Und wieder. Beim George Goss kam, wissen Sie, das sind zwei Gegensätze, menschlich. Da hat der George Goss in der Tür so immer. Der hat den, ich will das nicht für ernst genommen, weil er nicht politisch so links war, wie ja. Der George Goss, ja. Artfield und alles. Ja. Und da hat der Schwitter sich, hat er vollkommen richtig geschaltet und seine Kunst Märzkunst genannt. Er kommt von Kommerz, komm weg und März, ne? Märzkunst. Und mit Surrealismus hat das nichts zu tun. Man kann natürlich alles mit allem vergleichen. Ne? Verstehen Sie? Die Surrealisten kannten wohl einiges von Schwitters. Ja. Aber deswegen kann man ihn nicht zum Surrealismus reichen. Schwitters ist eben Schwitters. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Vorläufer in dieser Dichtung, die man, worauf der Surrealismus zurückgriff? Oder fing es quasi mit Breton an? Ja, das fing mit Breton an und mit Aragon. Ja. Der Aragon, der große Verräter, der Kommunist, der bis zum Ende noch Kommunist blieb, Stalinist. Ne? Und der war als junger Mann, war der hell entflammt, genau wie Breton. Und da haben sie dann ihre ersten surrealistischen Texte geschrieben. So große Texte, aber surrealistische. Und das eine ist der Politik, das andere ist der Dichtung. Der Aragon hat später wohl sehr wichtige Romane geschrieben und so. Aber politisch ist das so. Denn die Surrealisten hatten nur ganz am Anfang Kontakt mit den Kommunisten und dann haben sie sich distanziert davon. Weil diese byzantinische, strenge Art der Kommunistischen Partei in Frankreich, ne, das lag den Surrealisten nicht. Die Surrealisten waren spielerisch, locker und das war den Funktionären von der Kommunistischen Partei in Paris ein Dorn im Auge. Diese Verrückten, wieso, die sollten wir, mit denen haben wir nichts zu tun und der Breton wollte mit denen auch nichts zu tun haben. Und haben sich distanziert davon. Da war nur eine kurze Zeit. Ich möchte nochmal auf die Cobra-Gruppe zurückkommen. Da gab es ja einen, Christian Dautremont, ja. Der hat also auch so Wortmalereien entwickelt und Logogramme. Hat aber mit surrealen Gedichten nichts zu tun. Also bei Dautremont, das ist ein spezieller Fall. Der hatte mit der surrealistischen Bewegung nichts zu tun. Nur, er hat als ganz junger Mann, das hat man mir erzählt, hat er so dolle Gedichte geschrieben, dass der Cocteau, also der hat ja nicht jährlich gehabt, der Dautremont, wird ja mal jährlich. Wenn man so ein junger, netter Junge ist, der so gut Gedichte, da sind die alten Kerls gerührt, ist doch normal. Ja. In die Ruhe. Der Cocteau hat immer Geld gegeben. Mhm.
Und diese, die späteren Gedichte von Dothrin Lausanne, also 40er Jahren, 50er Jahren, die haben was Surrealistisches, verstehen Sie? Durch die Verfremdung, die drin ist, die Poesie, die drin ist, Verfremdung, das kann man mit einem surrealistischen Dichter vergleichen. Und der kannte die auch alle. Also deren Dichtung kannte er. Aber das hatte mit der Bewegung direkt nichts zu tun. Nee. Seit wann beschäftigen Sie sich ernsthaft mit surrealistischen Gedichten? Ja, ich habe angefangen, die Bücher mir während der Nazi-Zeit über die Grenze zu schmuggeln. Also von Aachen aus mit dem Fahrrad, erstmal nach Holland im Triptych und dann von Holland mit der Arbeiterpulks, wenn die Schichtwechsel hatten, von Holland nach Belgien rein. Und wo da war eine Buchhandlung in Lüttich. In Lüttich, also. Lüttich, die hatten alles. Da war was in Paris rausgegangen, hatten die auch. Und da kriegte ich die Bücher nicht und Zeitschriften. Und für mich war das Problem nur, wie kommt sie jetzt wieder zurück nach Holland, ne? Auch wieder mit so einem Pulk, denn einzeln hätten sie mich angehalten. Ne? Ich war ja wehrpflichtig, ich war im wehrpflichtigen Alter. Und bin ich dann wieder nach Holland, von Holland dann ganz normal nach Deutschland zurück. Und dann habe ich die versucht zu übersetzen. Und das war sehr schwer, weil dann, das habe ich ja bald gemerkt, manchmal so neugierig über den Inhalt, nur surrealistischer Inhalt, der manchmal poetisch absurd ist, wie willst du das ins Deutsche übersetzen? Ich habe das so laienhaft versucht. Im Grunde genommen war ich nur neugierig. Ne? Ich habe damals sogar auch die Vorläufer des Surrealismus wie Apollinaire die Gedichte übersetzen und wenn noch Mallarmé, da habe ich mir die Zähne dann ausgebissen. Da wird jeder Übersetzer heute lachen, dass ich so laienhaft angegangen bin. Nicht? Und dann habe ich auch weiter übersetzt. Als ich ins Militär kam, 1936, 37 bis 38, Weihnachten 36 wurde ich eingezogen und 37 und 38 entlassen. Da habe ich aber nur in meiner Freizeit übersetzen können für mich und habe wahrscheinlich nein, ich habe nur Übersetzungen gemacht. Ich habe selber nicht gedichtet. Und wenn ich gedichtet habe, dann habe ich das vergessen. Habe ich auch nicht. Ich bin ja ausgebombt in Dresden. Ne? Mhm. Also ich kann nachgucken. Ne? Ja. Wenn es hier am Kopf schon nicht ist, ja. Ich weiß nichts. Und weil ich ausgebombt bin, weiß ich nicht, ob da irgendwo, ob ich doch was geschrieben habe. Aber übersetzt habe ich. Mhm. Aber für mich, weil es ja entartete Kunst war. Es fiel ja unter entartete Kunst. Mhm. Die surrealistische Dichtung. Nicht nur die Malerei in der Hitlerzeit. Es war die Hitlerzeit. 37, 38. Sind Sie eigentlich da durch Zufall draufgekommen? Weil ja hier in Deutschland gab es ja 1936 gar keine Informationen über sowas. Ja, nee, da kam man ja drauf. Wenn ich nach Lüttich fuhr, eine Zeitschrift mir mitbrachte, da war da alles drin. Stand da drin. Da stand da drin. Da waren immer zwischen Bildern, Gedichte, Surrealisten und so, Hinweise auf Bücher. Da stieß man ja drauf. Ja. Meistens in Zeitschriften. War das eigentlich gefährlich, die einzuschleusen hier nach Deutschland? Zu der Zeit 36, 37? Ja, es war gefährlich, ist nur einmal, weil ich ja wehrpflichtig war. Ich hätte ja Deutschland gar nicht verlassen dürfen. Verstehen Sie? Oder nur mit Genehmigung der Polizeibehörde und der Militärbehörde. Und dann, wenn dann, meinetwegen, die geguckt hätten, was hat der für komische Bücher da, dann hätten sie mich in Deutschland gefilzt. Ne, was hatte der für Literatur? Und wenn ich dann aufgefahren wäre mit der Literatur, dann wäre ich auf die schwarze Liste gekommen und wäre nie glücklich geworden. Das heißt, er hätte mich immer auf den Kicker gehabt. Mhm. Mhm. Am besten darf man nie auffahren. Ja. In so Diktaturen, nie auffahren. Ja.